Radio 100,7. Da sind nicht 3 Minuten ab 2. Guten Mittag und willkommen bei unserem Webinar in den Radio 100,7. Und zusammen habe ich mit dem Skript diffusiert, Sujet aus Haut, Kinderrechter an der Schule. Die Kinderrechter, die stehen an der Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989 festgehalten. Es sind am Ganzen 54 Artikel. Die Majorität von den Ländern auf der Welt haben die Kinderrechtskonvention ratifiziert. Lützeburg hat 1993 gemacht. Da man da verpflichtet, ihr Land sich dazu, dafür zu sorgen, dass die Rechte von den Kindern und Jungen bekannt gemacht werden und auch, dass sie angehalten werden. Es kann die Rechte von den Kindern und Jugendlichen an drei verschiedene Wollen anteilen: Partizipation, Protektion im Sinne von Schutz und Provision im Sinne von Förderung. Über allem steht aber immer den Sujet vom Interesse Superieur vom Kant. Immer noch mehr an den Detail gehen, begrüßen ich vier Gäste automatisch am Studio. Ich freue mich, euch kurz vorzustellen. Rührt von mir als das dann Madame Marguerite Krier. Guten Mittag. Ja, Marguerite Krier, ich bin Chef vom Service des Droits de l'Enfant von der Kanarasta am Educationsministerium. Dann nochmal Direktrice vom ONE, das ist Michèle Bressanotti. Ja, guten Mittag. Es sind seit dem 15. Dezember die neue Direktrice vom Office National de l'Enfance, auch aus dem Educationsministerium gesiedelt. Wir waren dann an den Center für politische Bildung bei Michèle Schild. Guten Mittag, Jorias. Ja, guten Mittag. Ja, ich arbeite beim Zentrum für politische Bildung. Und wir natürlich auch etwas mit Kanarasch, dass sie denen nicht, werden wir für den Donau gut gucken. An den Charles Schmidt. Ja, guten Mittag. Ich bin den 1. Februar 2021 ein Mandat von maximal 8 Jahren überholt vom Herrn René Schlechter für, als Ombudsmann für Kanner Jugendliche am Anfang der Respekt von der Kannerrechte zu Lützeburg zu monitieren und das auch punktuell anzugreifen. Da sind die Invitieren von automatisch also vorgestellt. Wir natürlich auch einer Person, die sich werden am Laufe des Gesprächs beischalten. Klingen Appell und nicht dabei sind, wenn ihr wollt, mit diskutieren, vorstellen. Da geht das doch. Ihr könnt auch Fragen an Urregungen schicken. Das geht per Mail über froh@webinar.lu oder ihr schickt eine WhatsApp oder ein SMS. Das ist dann Nummer 621-44-00-44. Fangen wir an. Einmal das Gespräch zu lancieren mit einer ersten Überschrift, die ihr könnt resümieren über die Kinderrechtskonvention an den Plan d'Action National. Ja, das ganze letzte Jahrhundert, also viele über Kinderrechte noch durchgehen und das auch viel geschieht auf dem Terrain. Früher wurde es nicht unüblich, dass Kinder um zu schaffen, gehen an Platz dürfen, an die Schule zu gehen, da das heute bei uns nicht mehr vorstellbar. Ein Beispiel, Marguerite Krier, dass sich vieles getan hat an der Gesellschaft, was die Sicht von den Kindern und Jungen betrifft. Es hat sich viel zu Lützeburg gemacht, parallel auch wie in anderen Ländern, wo über die letzte, wie du gesagt hast, Jahrhundert, Kant eigentlich so die Vue von Kant geändert hat. Kant war der Schutz, war ein bisschen schutzbedürftig, ein bisschen mehr am Niveau, also ein Approche von Objekt bis zu rübergegangen als Kant als Akteur, Kant als Mat-Akteur von seinen eigenen Rechten, an eben auch die Vue, dass dann die Rechte auch müssen erfüllt gehen, können angefordert gehen. Heute zu Lützeburg haben wir schon ein ganz gutes Umfeld, ich meine Grundrechte, wie Gesundheit, als Schule, muss weiter nicht mehr viel auf Frage gestellt gehen. Wir hatten 2021, wie ich dann auch angefangen habe, einen Service zu schaffen, eine Evaluation, einen Dialog mit der UNO, den dann eben auch guckt, was das an dem Land und Rest da, wo stimmen wir da, ne? Was das umgesetzt gehen, was das gut, was läuft gut, was muss verbessert gehen. Und sie haben noch verschiedene Punkte da annimmt, wo man ganz gut durchstehen, dass das natürlich auch mit dem Okaju, den wir breit kann abgestellt gehen und noch viel mehr unabhängig können gehen, denn auch Kajou wird sich selber dann auch nach seinen neuen Missionen vorstellen. Dann noch im Niveau von der Gewalt, der häuslichen Gewalt, wo gesetzliche Kader kommen, wo dann auch über das Gesetz kann er geschützt gehen, wenn sie Opfer von Gewalt daheim sind. Dann ist natürlich auch abgefallen, wie viele Ressourcen an Kannerrechte gestärkt gehen, das ganze Budget ist geguckt gehen. Da das ist mehr im Niveau vielleicht von den Mesuren, wenn man dann auch statistisch guckt, das muss man einfach annehmen, dass es verschiedene Instanzen, die gucken noch, voilà,
was geschieht mit den Kinderrechten in den verschiedenen Ländern. Du hast den Kids Rights Index zu zitieren. Und du siehst mal ganz klar, letztes Jahr, Ende des Jahres, von der 53. Platz auf die 6. Platz herabgekommen, eben durch die Ursachen, die ich versichert habe, zu nehmen, budgetäre Mesuren, die Evaluation von der UNO, was du alles mal dran spielt. Also die Kinderrechtskonvention aus von Lützburg für 30 Jahre in der Schrivigin an der Kraft getreten. Was tut sich aus Sicht vom Ombudsmann dann an der Zeit oder wann in der Zeit alles getan, Charles Schmidt? Ja, also die Kinderrechtskonvention, die aus Anfang gibt so einen festen Bezugspunkt für all die, die sich für die Zulassung von Kinder und Jugendlichen ansetzen. An der besonders erfreuen vom Droit, vom Rechtswesen. Ich meine, das ist effektiv etwas, wo Veränderungen auf dem Plan zu Lützburg nicht vom selben geschehen. Sie geschehen ganz oft unter dem Druck, unter dem Impuls von entweder EU-Direktiven und anderen internationalen Verpflichtungen. Also war es doch heil gewesen. 1993, wo am Anfang die Koparentalität zum Beispiel angefordert, genauso mit einer freiwilliger Basis. Sie hast dann 25 Jahre viel zu spät am Kader 2018 von der Reform vom Schädungsrecht auf von der Autorité parentale als Prinzip verankert. Gehen, dass die zwei älteren Däler unabhängig, ob sie mal nicht bestört sind oder nicht, oder wie sie zusammen leben oder nicht zusammen leben, empfangen sich gleich selbst, empfangen Dulleise vom Kant, empfangen kümmern, in der Erziehung auch berechtigt sind. Das war eh von so einem Beispiel, der eine, dass an den Mitte 90er Jahren die Rechte bekannter verkauft, den am Kader von der Reform von der Assistance Judiciaire angefordert, gehen das ganz frei eigentlich für auch da schon andere Prozeduren rund um Gericht, beim Gericht, empfangen die Stimme von der Kanner zu stärken, ein wichtiger Punkt. Und dann ist es, meine ich, auch so, dass die ganze Idee von der Partizipation, die an der Konvention verankert ist, obwohl Lützburg nie ein Reserve formuliert wird, auch rückgewandt ist für all die Initiativen, die an der Jugendherbst, Anfang der 2000er Jahren, bis heute an der nonformellen Bildung, auch am Schulwesen, am Anfang seinen Impact hat. Am Anfang ist die Konvention wirklich rückgewandt für all die, die innovativ-pädagogische Ideen, ob die Webrüche tun, ob das neue Schulmodelle wären, an der Vergangenheit dann noch haut, weil an der Konvention fließen all die Erfahrungen an die Werte an von 20. Jahrhundert von der Reformpädagogik, auch von der humanistischen Psychologie, auch von der Entwicklungspsychologie. Und da möchte ich am Funk zu einem ganz pädagogischen Instrument geben, so ein. Ich verstehe den relativ sehr, dass die Promotion von den Kinderrechten ganz wichtig ist. Da das dann da bestimmt vom Service des Droits de l'Enfant. Du gehst dann rüber bei Madame Krea. Wie funktioniert das konkret? Was ist eigentlich erdächtiglich Arbeit oder die von Ihrem Service? Mhm. Ich ging so ein als Arbeit Brot auf drei Pilien. Auch der Dien, das ist die von der Information. Wir sind auch gehalten durch die Konvention. Voilà, ich würde keine Rechte zu informieren. Wir nutzen da für unsere Portei zum Beispiel, wo man, ich würde keine Rechte informieren, Konventionen, die verschiedenen Aktionen, die laufen. Wir publizieren auch selber Material. Es sind ein, zwei Mitarbeiter, die prioritär dann eine Broschüre für die Schulen oder sonst Partner schaffen. Wir machen den zweiten Pilier als die von der Sensibilisation, wo wir auch mal Formationen mit Partner organisieren oder mit dabei sind. Einmal am Jahr machen wir das Kinderrechtsfest, wo wir dann Kinder invitieren, zusammen mit den Eltern, mit den Partnern auch, an den, um Niveau von der Sensibilisation versuchen wir auch, die Akteure zusammenzubringen, über Konferenzen eben, dort in Echange, dort in sich gesagt, kontaktieren und hier nur eben auch die Kontakte an Milisch kann fallen oder sich zu einem bestimmten Thema kann austauschen. Dann den dritten Pilier aus den, den wirklich noch viel Arbeit dann auch hält, das ist die von der Koordination, wo wir am von geholt, du lässt stell für du nur, da sind an der Kinderrechtskomitee die Befrohungen, die Frohen, die Gestalt die von der UNO kommen dann auch bei uns und wir müssen da sonst dafür drohen, die Informationen anzusammeln, abzubereden, wollen an da gucken, dass die verschiedenen Kollegen von anderen Ministerien, dass wir da können zusammen dann eine Antwort der UNO gehen und eben dann auch nur lassen, was man muss besser machen, die Prüfung sind wir dann alle zusammen unter dem Tisch und das dann rümmenkehr dann um nice für zu gucken, dass die Aufforderungen umgesetzt gehen. Das war das Jahr ganz klar der Plan d'Action National, den wir ein bisschen abstellen, wo wir dann ja, die verschiedenen Akteure nicht mehr können, den Tisch rufen, zusammenrufen, für zu gucken, dass das sind Prioritäten, wie gehen wir zusammen um.
Dafür, dass das Ganze dann noch richtig umgesetzt wird, das ist dann noch wahrscheinlich wichtig, dass die Enseignanten richtig formiert sind. Und nun gucken wir auf den ZPB, ja, der am Center für politische Bildung, der bietet Formationen und für eben auch das ganz normal, eigentlich das zu promovieren am Kontext von dem, was ihr nennt, politische Bildung. Wovon man dann dort recht auf dem Kanzler? Ja, die politische Bildung, ich meine, das, so wie wir es verstehen, ein ganz breiter Begriff, an ihn, den Angebettern sind ein großer Kader. Und ein Teil von dem Kader bieten natürlich die Menschenrechtskonventionen und auch die Kannerrechtskonventionen. Das heißt, wenn ich will, an einer Demokratie wissen, wie ich mich kann für meine Meinung ansetzen, dann muss ich mein Recht erkennen. Und dann muss ich auch Gelegenheit tun, für die Rechte auszuüben und zu trainieren. Und du hast natürlich das Spielwissen von der Schule. Für zu gucken, wie ich das kann machen, und mir verschiedene Formate, die wir Enseignanten und Enseignanten anbieten. Wir holen am Moment bis auf eine Formation, die machen wir am Okaju, mit der Kommission des Droits de l'Homme zusammen machen. Männerformationen, die als Sujet keine Rechtskonvention haben. Bis auf die Eng, eben wie gesagt, wir probieren Formate zu finden. Das ist, wie machen statt konkret, wenn ich gerne hätte, dass keiner in meiner Klasse sollen partizipieren, da gibt es da verschiedene Möglichkeiten für das zu machen. Und das probieren wir eben über Formationen, wie zum Beispiel der Klassenrat, was den fundamental angeht, zu stärken, wo man den Leuten Materialien in die Hand gehen und eben noch ein bisschen den Mut d'emploi. Und so auch dabei weiter auf dem Weg begleiten, weil Heinz, du hast das dann noch schwierig, wenn ihr so Sachen beginnt und dann hört ihr keine Lust, dann sie vielleicht ein bisschen dekouragiert, dann als Aufgabe ist es dann auch den Leuten so, nee, das geht, so kannst du es vielleicht auch nicht machen. Das ist die Ansage von den Formationen. Am Sekundär geht es dann immer weiter, dass wir da probieren, die Leute zu unterstützen, die mit den verfassten Gremien schaffen, weil es eben auch ein Recht auf ein Schülerkomitee gibt, ein Recht auf Repräsentation, wie kann ich die umrollen, halen, wenn ich sie bis zum Laufen habe, das nach der Wolle. Und dann eine andere Wolle von Formationen, dass das alles, wo es darum geht, Themen, die brennen, also kann er hun eine Meinung, und Meinungen können normal unecken, und Meinungen können auch Dissens auf hier rufen, und da muss ich gucken, wie ein als Enseigner am Raum da steht, und da probieren wir den Leuten dann noch ein bisschen Twiohen zu gehen, und vor allem auch Angst zu holen, dass das nicht schlimm ist, wenn mal gestritten wird, solange ein bisschen an einer Bund kann halten. Mhm. Aus der Erfahrung heraus, von welchem Mal drunter muss ich dann eigentlich sein, kann ob ihr recht aufmerksam seid oder ab wenn ihr uns sind sie sensibel dafür? Also ich meine, dass kann er sobald so auf die Welt kommen, am Anfang vollständig Bürgerinnen und Bürger sind, mit verschiedenen Rechten, noch mit mehr oder weniger Verantwortung natürlich. Aber am Anfang denke ich, dass das etwas ist, was den anderen spielt, schon ob ich das falsch schon kann mit ihnen beschwätzen. Ich meine, das ist auch ganz wichtig, dass kann er lernen, rauszufinden, was das mir da wichtig ist, was geht mir gut, was fand ich nicht gut, für dort können zu sagen, dass das will ich nicht, ich meine, nie so können. Obwohl kann er das ja instinktiv normalerweise gut können, mir dadurch an einen Kontext zu setzen. Ich meine, selbst wenn die von ganz kleinem Mut kann er beschwätzen. Die gibt als Zentrum für politische Bildung in dem Sinne dann noch an Schulen. Wir sind Männer an den Schulen direkt, aber wir haben verschiedene Offeren, die sich direkt und kann richten für den Sekel 1. Da sind wir noch nicht, aber ich finde nicht genug NRW. Wir fangen am Anfang recht ab dem Sekel 3 mit diesen Offeren direkt an. Geht das eben den Klassenrat oder auch ein Morgenkreis oder so Sachen, die können ja auch ab Feuer ohne Probleme oder auch schon viel drin mit den Kanner machen, sodass man über den Seinern und den Seinern am Anfang an der Schule präsent sind. Also Plan d'études, pardon, stehen kann er recht auch drauf. Das Sujet soll am Kader vom Fach wie Société behandelt gehen. Du kannst sich vorstellen, ob die Enseigner genug an ihrer Ausbildung über kann er recht damit auf den Weg kriegen, an wo genau am Plan d'études kann er recht dann behandelt. Da tun wir den Gilles Retter gefreut, den er auch selber Professor für Vie et Société. Es geht natürlich auch am Sekel 2 und am Sekel 3. Ich geht es thematisiert auch an den Materialien. Für den Rest geht es doch ganz spezifisch angeschaut auf Setiam, am Thema Kannerrechte und Menschenrechte.
Und es ist bei uns aber so, dass es sich auch transversal an ganz vielen Themen rumfängt, wie Frauen der Identität findet sich zurück, Frauen der Gewalt findet sich zurück. Aber auch eine ganze Reihe von Frauen, die unter anderem Trillionen drehen, findet sich auch zurück, ja, Glaubensfreiheit an. Ich habe tatsächlich keine Rechte mit einer Satyam Low gefangen für das Trimester. Und da war meine Erfahrung, dass sie wirklich relativ viel wussten über Kinderrechte. Also sie wussten, was für ein Recht sie hatten. Nur natürlich Details, woher sie kommen, wussten sie nicht mehr. Sie konnten es vom Begriff fangen und sie konnten auch einzelne Kinderrechte nennen. Also da war ich selber überrascht. Ich dachte, da gibt es vielleicht Männer kommen. Und dachte, das ist für sie schon ein Begriff. Lo generell gehe ich so, dass mehr Information kann nicht schaden. Also das wird nie ausgeleiert. Und noch für das Thema Kinderrechte, dass ja aber, wenn man sich mehr detailliert und man da befasst, ganz, ganz komplex kann gehen. Beim Visa-Rekrutement, das ist nun mal so, dass die Leute dann eben verschiedene Sachen muss studieren tun, neben dem Master tun. Und da sind wir aber auch mal Leute dabei, die dann tatsächlich Menschenrechte studieren tun. Und insofern, die kennen sich dann noch eigentlich ganz gut damit aus. Aber generell gibt es so ein Medieval eine Auseinandersetzung mit Kannerrechten und dann auch mit der Lebenswelt von den Kanner. Zuletzt habe ich es generell wichtig, auch gut. Damit ging ich so und werde alle vier d'accord. Ja. Du ja. ja, Michel Bressanotti, die sind noch gar nicht zu Wort gekommen, das bringt mich noch bei meinem nächsten Sujet. Die Lebenswelt von Kanra Junken ist zu Lützburg nicht überall, die nämlich Alkant kennt seine Rechte nicht unbedingt und ich profitiere noch direkt davon, für mal ein Froh von außen heranzugehen. Was kann ich als Lehrperson machen, wenn ein vierjähriges Kind bei einem Gespräch über das Gefühl hat, dass er nicht froh wird, geht zu ihm geschlagen, wo andere sagen, sie wären nicht froh, weil sie Angst vor dem Dinosaurier haben, dem sie begegnet sind. Fantasie und Realität vermischen sich dann oft. Die Familiensituation scheint nicht kompliziert zu sein, kann dort kein Zeichen von Vernachlässigung oder Gewaltaufwendung. Sollen das thematisieren, nachhaken, Details erfreuen oder lieber nicht? Mit den älteren Schwätzen trotz dem Risiko, dass die Situation sich könnte verschlimmern, wenn die Realität das weiter observieren oder die Aussagen sich wiederholen. Das ist also die Frage, die hier herankommt. Also, ich bin nicht die Expertin von der Schule, den Office National de l'Enfance, hat erst als Missionen niemand der Welt vom Kant an der Schule zu intervenieren, mit seinen Hilfe muss nehmen. Ich denke aber, dass an so einem Fall die Schule auf interne Ressourcen kann zurückgreifen, wenn das Lehrpersonal nicht direkt weiß, wie sie soll reagieren, wie sie soll damit umgehen. Da gehen die Unterstützungsequipe, ne? Wo auch die Psychologen dran sind, Leute, wie Educator gerade, wie ich kann sagen, wie gehst du das abhaken, wie gehst du damit umgehen, was das richtig dem Kant zurückzumelden an dadurch an einer Optik für eben nicht durch das, was man Kant austauscht, unter Druck zu setzen oder eben wie der auch angedeutet, vielleicht auch vor, wann wirklich etwas daheim bei den Eltern wäre. Und natürlich müssen den aber auch den Schritt machen und auch den Kontakt zu den Eltern sichern, ne? Weil Kanner sind immer ein Teil von einem ganzen System und du musst ihn auch das ganze System immer mit Arbeit sehen. Margret Kreier, die wollte doch nachher reagieren. Das ist ein wichtig froh an auch eine Realität denken schon, nicht am Alltag, aber könnte mich oft hören, der Schule wie mengt. Wir haben eine Broschüre verschickt an den Zirkel 3, eben, wo die Themen behandelt gehen, wo der Minister invitiert, dass die Broschüre an der Schule thematisiert wird und können sie dann hinholen bei den Eltern. Und da haben drin, was ich mit einem Geschichte erwähnen, als ein Angebot der Woche Formation. Das ist eine Formation, die zusammen mit dem CESAS gemacht wird, wo ganz klar die Frode abgegriffen wird, wo Akteure wie Alypsin, den CESAS selber, wo auch der Parke vertreten ist, wo zusammen dann auch an einer Form von Webinar dann die Frode an all ihre Facetten ein paar durchgeholt wird und angeschaut wird. Weil die, ich meine, die nächste Seance, ich muss selber sehen, nur gucken, dass am März einfach umhalten, was du meine Meinungen vertreten sehen, weil das ist auch mehr interessant und erfahrungsreich geht.
Also anhand von der Frage, die schon gemerkt, wie krozial die Benasse zu wissen, was die Kanarachter sind, wie sie appliziert sind. Da gibt es noch einen anderen Moyen, den nennt sich Youth Ambassador. Da holen wir ein Beispiel von der Lali Schivert. Sie ist Schülerin bei einer 3. GSO und sie schafft eben an dem Kontext für UNICEF, für Youth Ambassador zu gehen, muss eine Information mitmachen. Es gibt ihn an einem Entretien gefragt, für was denn sich dann als junge Ambassadorin will melden, engagieren, was seine Ideen sind zu einem Projekt, ob er Zeit hat, für sich zu engagieren. 2 bis 4 Stunden im Monat soll er aber zur Disposition haben. Und ja, kann in dieser Woche mehr weit engagieren. Sie können dann zum Beispiel am Kader vom Welt Kanada bei der Direktion von ihrer Schule aufrufen, für einen Informationsstand zu haben. Und da eben über Kanada an Jugendrechte informieren. Ein Beispiel für die Aktionen um Welt Kanada sind zum Beispiel die Präsenz von Kammer an Lützebäuer Medien oder auch die längste virtuelle La Ola-Wahl zu Lützebüsch. Die Lali Schivrach, pardon, also trotzdem, wie gesagt, umfüllchen an heute mit ihrem Engagement als Youth Ambassador für UNICEF ganz viel Erfahrung gesammelt an geteilt Füssen nehmen allzu gerne weiter. Auch an den Kuren, wo wir dann über die menschlichen Rechte schwätzen. Also, ich selbst als Ambassadrice schwätze dann regelmäßig über die Kinder- und Jugendrechte, für dort zurückzukommen, dass meine Mitschüler aber Bescheid wissen, was haben wir als Rechte. Und dafür ich meine, wenn ich dann aber Youth Ambassador aus, dann hole ich den automatisch den Klick so, ah, mir ist gewiss das, für was sollen die anderen das nicht wissen, die ich das wissen, wo wir hunden, wir dann aber weiter. Die Leute sind oft erstaunt, wenn ich sehe, ich bin ein Youth Ambassador bei der UNICEF. Weil sie erwarten nicht, dass Jugendliche sich engagiert für UNICEF. Sie sind so, wow, UNICEF ist so etwas Großes. Das ist fantastisch. Und das ist auch fantastisch, dass Jugendliche sich engagieren. Aber das kommt ganz oft mega gut rüber. Also mir persönlich bringt das immens viel erstens mal Wissen über halt meine Rechte und wie ihr Projekte aufbaut, wie ihr mit all den Rechten umgeht. Was sind die Schwierigkeiten hier im Land? Was wollen die Jugendlichen und Kinder hier im Land? Und wie können wir das einfach repräsentieren? Und was können wir machen, für das wir ihnen helfen können? Und auch mondial, so, was meint Youth Ambassador auf der ganzen Welt, für zu helfen? Und was ist am Anfang machbar, wenn ihnen unter Regime nicht mehr Youth Ambassador ist? Also, wo ich am Kur schon heute darüber gesprochen habe, dass über mein ganzes Engagement oder auch über, tatsächlich über UNICEF, dass ich dabei war, dass wir Projekte machen und was überhaupt als Kinder und Jugendrechte sind. Da waren Schüler und Profen heute wirklich erstaunt, dass Jugendliche wie ich dann verwies, weil halt auch verschiedene Profen davon nicht wissen, was Kinder und Jugendrechte sind. Und dafür, wenn dann ein Schüler einen Proverbs beilegt, dann sind sie einfach nicht bereit drauf. Aber die meisten Profen sind aber mega froh darüber. Und die meisten Schüler sind dann aber froh, etwas beizulehren, wo sie für sich dann haben, weil da wissen sie, okay, da das mein Recht und das darf ich. So eine jung, determinierte Frau. Sie sieht über dem Sucht, dass sie am Funkehall Lust hat, Youth Ambassador zu gehen, weil sie der Meinung war, dass an der Schule nicht genug Promotion gemacht hat für keine Rechte. Gucken Sie den Ombudsmann. Ja, es kann wahrscheinlich nie genug Anfang Abklärung über Kanarachter gemerkt gehen. Und ich will aber darauf hinweisen, dass Anfang als Konvention lebt von dem Gedanken, dass Kant immer mehr als Teil von der Gesellschaft, als Bürger an der Gesellschaft gleichberechtigt mit den Erwachsenen Anfang Gesellschaft lebt, erprägt und dafür auch die Schule. Also, dafür ist es immens wichtig, demokratische Schulkultur auf den Weg zu bringen, eben mal zu bestimmen, gefroht zu gehen. Und das fängt effektiv am kleinen Alter an, wo dort über den Morgenkreis am Anfang, wo er gefroht geht, sich abziehen kann, wenn sich schrittweise immer mehr am Anfang, immer mit wissendem Alter, immer mehr am Anfang kann ausdrücken und abbringen und auch mit Responsabilität verholen für den Alter, auch zum Beispiel auch an der Schule. Und in der Hinsicht sind keine Rechte am Anfang ein gemeinsamer Punkt von der Verständigung, wo das immer neu verhandelt, auch muss gehen, denke ich, auch
an der Schule. Und das fängt bei all Schulen neu un, eigentlich, den Aushandlungsprozesse. Aber sie sind ein fester Bezugspunkt. Also sie gehen am Anfang schiede rein, sie wollen noch sein, wie Schüler, Schülerinnen, Instrumente mal auf der Weg, an Prinzipien mal auf der Weg, nur denen sie können am Anfang die Aushandlungsprozesse feiern. Und das ist effektiv nicht mit der Promotion. Ich meine, das sind wir alle Gute gefordert, für immer um das obeneid am Anfang zu thematisieren, abzugreifen, an den jeweiligen Bedingungen zu aktualisieren und zu interpretieren. Für das Dritte, was du hast gesagt, nach mehr zu steipen, gibt es den sogenannten Plan d'Action National für Kanarachter, den er so gelöscht bis Jahr 2026. Margret Kreer, was bedeutet denn konkret der Plan? Den Plan d'Action National oder Kanarachter-Aktionsplan ist am Anfang dann entstanden, nur dem Dialog, den wir mit dem Kanarachter-Komitee von der UNO hatten. Den, das ist eine Durchstellung von einem gemeinsamen Erfolg. Heute zu Lützeburg weist ab, wie sich die verschiedenen Ministerien so gut wie Institutionen engagieren, für eben Kanarachter umzusetzen. Die brauchen ein paar Beispiele. Zante hat dann auch mit unterschrieben, als Motto-Partner am Aktionsplan. Du hast dann zum Beispiel die Aktion Echt Hölfkur für mentale Gesundheit und ministerielle Justiz, also Thema von der Jugendstrafrecht an Opferschutz auch. Da sind verschiedene Punkte am Aktionsplan. Bei der Education natürlich den partizipativen Prozess, eben den Lopumol-Hai-Ugeschwert zu promovieren, zu unterstützen. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch das Skript, den dann auch Fred, so gut Schüler auch Fred, wie sie dann den idealen Schulprogramm gesehen oder was sie darauf vermissen. Information auch kann er gerecht. Ein Beispiel, das steht auch am Aktionsplan aus der Piewicz. Schmengen kann er hatten für uns zwei Dächer am Schulsack, dass das etwas wird läuft, wird umgesetzt wird. Die Inklusion natürlich steht auch an dem Aktionsplan ganz groß geschrieben. Du musst mal nicht drauf angehen, du wirst für ein paar Dächer den Rapport für Gestalt gehen. Jetzt sind am Fond geholt, wenn du so willst, als ein Foto von einem Moment. Wie ist der Zustand, wie ist die Umsetzung von der Kanarachter heute zu Lützeburg, war das aktuell, wo direkt schon war das Thema und dass die Foto für den Moment bis 2026 dann die den Aktionsplan rumgeht. Ein Beispiel natürlich nur die 64 Aktionen, also sind da aber schon relativ viel. Die 64 Aktionen sind an 8 verschiedenen Themen abgegliedert. Die Themen, wie gesagt, das etwas, können sowohl aus dem Bericht zu Lützeburg, ich zitiere den, also Forschung zu Lützeburg, Kannerbericht, Durenbericht, Covid-Kids, können von internationalen Bestimmungen gehen, die dann rausgesinnert. Die Bestimmungen sind natürlich Kannerrechtskonvention, der Conseil d'Europe, oder Brüssel ist keine Rechtsstrategie. Dann haben wir auch Konsultationen mit den Akteuren, Okaju, dem Menschenrechtskomitee, Zentrum für Politik, also wo wir an der Interaktion sind. Ich meine, das ist im Foto, wie sie haut aus, das ist etwas Liebisches, ein Dokument, eben wird weiter werden an der Konsultation bleiben, wo auch eine Zielsetzung ist, nach Mai vielleicht auch Kannerforen zu nutzen, Kannerplattformen eben auch vielleicht nach Mai abzubauen, zu strukturieren, das kann er eigentlich die Stimme auch nach Madraken an den Aktionsplan. Ich meine, dass das die große Zielsetzung davon nach, ich denke, Bildbeispiele. Ich finde den größten Überbegriff von der Kanarachter ist ja eigentlich die Partizipation. Wie spiegelt diese dann zurück? Also, wie spiegeln sie sich zurück eben von der Partizipation? Am Kanarachter-Aktionsplan immer durch die Konsultationsphase, die dann aber muss durchlaufen, das ist wirklich ein Weg, was aus Stahlginas an Zusammenarbeit. Zusammenarbeit mit den Akteuren. An dem Moment spielt es zurück in einer Zielsetzung, wo verschiedene Aktionen eben drüber rauslaufen, kann er mehr an Partizipation eben noch mal dran zu kriegen. Das selbst wird vielleicht, es geht zu Lützeburg, das auch liegt durchgestellt am Aktionsplan. Was sind die verschiedenen Plattformen halt zu Lützeburg, was geht es? Nicht also für Jugendrohe,
Rot, man hat für den Stichwort Klasse Rot, voilà, die verschiedenen ja, Organe, die jetzt schon gehen, und wie können die noch besser genutzt gehen, im Niveau zum Beispiel, wie kann eine Kant eben noch bei der Justiz noch mehr gehört gehen, das sind dann auch, voilà, du besteht schon, und du wird die Reform nach mehr präzisieren, nach mehr umsetzen, auch heute zu Lützeburg. Charles Schmidt, du wolltest doch noch intervenieren. Ja, ich denke, das ist vielleicht ein gut Gelegenheit für einen kurz den Artikel 2 zu erläutern, also von der Cannares-Konvention über das Prinzip von der Partizipation, den Anfang sieht, dass es am Anfang erinnert, also feiert am Anfang die Notion vom Âge de Discernement an, wo es sieht, erinnert im Alter vom Âge de Discernement, den Alter von der Urteilsfähigkeit, das Gebot als am Anfang eine Rekommendation, als ein absolut Gebot, als vier Cannares zu frohen, eine Meinung zu frohen, also schmatt der Meinung auseinanderzusetzen, wann in eine Decision hält, die Kant betrifft. Über dem Alter, dem ersten Discernement, also ab dem Alter vom ersten Discernement, als es Rest vom Kant gehört zu gehen. Also den, der das am Anfang lo froh, da man natürlich, fundamentisch natürlich, wer das den Alter vom ersten Discernement, und du gibt es kein kalendarischen Alter, den ich kann auffeiern. Ne? Der das bei Kanner, die vielleicht am Anfang hier eine psychologische Entwicklung machen, vielleicht doch ein bisschen mehr frei, bei anderen dauert vielleicht mehr lang. Aber ich meine, in Praxis an den letzten Jahren rund um die Schulorientierung am Zyklus 4 weist, dass kann er ganz wohl können, bei Decisionen, die sie betreffen, ganz konkret eine Vorstellung entwickeln von dem, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und das gelöfte Partizipation, den dort den Orientierungsprozess von einem Mathe kann er gemerkt hat und sich aktiv auseinandergesetzt hat, präpariert hat an der Familie, an der Schulklasse, an mit der Schule, wo sie wollen hingehen. Aber das ist am Anfang eine wichtige Notion, die Partizipation mit dem Rest Europa ab dem ersten Discernement, wo ich dann auch muss sagen, kann er Rest, aber wir von kann er Rest schwätzen, wir denken wir immer Jugend und Alter mit. Das ist ganz wichtig, das geht oft, meine ich, das ist auch wichtig für alle Leute, die mit Jugendlichen arbeiten, am Lizenzalter, dass kann er Rest sind, von den Jugendlichen zu mobilisieren, auch für eben die Jugendrechte geltend zu machen. Mir verkehrt es, weil man immer die Konvention sich bis 18 Jahre Anfang kann er bis 18 Jahre konsideriert. Aber das ist ein wichtiger Message auch, meine ich, dass ihr seht, wir denken bei Kanarast immer beides zu gleicher Zeit mit. Margret Krähe. Ich würde vielleicht denken, ob Madame Schild hier auch so von Vierde und zurückkommen, dass die Partizipation auch ein zu Angst macht, weil er was verstopft sich da an den Drun. Und das ist schon wichtig, sich kurz Zeit, denke ich, für die Frage zu holen. Am Niveau von der Kanarast geht oft viel das vermischt, meine ich. Und an dem Sinn wollte ich denke, klarstellen, was für ein Artikel noch da mehr präzise an der Kanarast-Konvention darauf angehen, dass den Artikel 12 von Herrn Schmidt gerade so, das Recht gehört zu gehen. Und das bleibt dann da bei dem Recht gehört zu gehen. Den Artikel 13 als Recht sich frei auszudrücken, Recht sich mitzudehlen, das kann ich über viele Formen machen. Du brauchst nicht nur die Klasse routen, du kannst auch ein Schüler selber eine Zeitung machen. Ich meine, das ist immer sein Recht, sich frei auszudrücken. Und der drittgrößte Recht, was du mal dran spielst, das Recht auf Information. Wenn ich eine Meinung will mal bilden, ne, dann muss ich mich informieren gehen, und sich muss ich dann auch sicher Gestalt kriegen. Das steht so an der Konvention, dass ich Zugang zu Information hun, und zwar auch zu Informationen, so wie ich sie mit meiner Maturität als Kind oder als Jugendliche kann verstehen. Und ich meine, auch du hast du mein zu Lützeburg immens viel gemacht, eben mehr kann er gerecht oder kann er konform zu informieren. Was gemeint eben als allgemein für Partizipation, als man, dass man eigentlich ob anheischt, man kann auch diskutieren. Dass man seine Meinung aufruhen, das ist dann die berühmten Artikel 12, und dass man ihm, dass dann am Fongol der Trash gehört zu gehen, beinhaltet, Herr Schmidt hat gut zugeschaut, eine Prozedur, auch ein Prinzip, ja, natürlich muss noch Rückmeldung gehen. Das ist sicher nicht, und das wird dann zu Angst, mich, das kann du alles dezidiert. Das kann sich da ist schon nur der Trash da, ich kann nur so wie den, wo ein Zug hinfährt. Nein, es kann sich so, wie es vorgestellt hat, den Zug kennt, hinfahren und das dann immer wissen, ein bisschen zu Hannah frohen und dann zu erklären, hey, guck mal, ich will mal hier, was der Duscher berücksichtigt. Und am Anfang geholfen wurde, als den Artikel 12 dann auch dazu, ob dem Kant Rückmeldung zu gehen, wie wird eine Decision dann ähnlich, dass vielleicht geholt gehen, als wie am Anfang die Wunsch vorstellen oder die Idee vom Kant oder vom Jugendlichen war. Also das
am Endeffekt, also viel, und das dort, was ich spannend möchte, auch eine Frage von Motivation, auch beim Schüler, wenn er mit ein bisschen an Bestimmung, wie viel und Beispiel von mir konsultieren, Orlo, was kann er eigentlich über das Programm denken, ne? Also auch eine Frage von Motivation her, nur an sich unebene von einer Decision zu verstehen, so im Kontext gesehen, und am Endeffekt auch eine Form von Promotion von Rest, von Verantwortung. Der kann jugendlich, was hier nur Verantwortung mitreden für das, was geschieht, für das, was decidiert ist oder für die Mesur, die dann auch mit seinem Verständnis und seiner Kenntnis geholt ist. Also die Responsabilisierung ist dann ganz, ganz wichtig. Denn Klasserot ist ein paar Mal angeschaut, da soll ein Frage kommen. Ich fand Klasserot-Materialien interessant. Wo geben die Pfannen, Madame Schild? Die finden den alle guten online. Das kann ihn auch bei uns bestellen. Das hat vielleicht noch gesagt, das hat ich viel bei der Vorstellungsrunde nicht gesagt. Also im Gegensatz zu den Aktrissen vis-à-vis aus den ZPB, eine unabhängige Stiftung, das ist ein Service vom Minister. Das heißt, wir schaffen immer serviceorientiert, wir können ein Offer machen, wir können Kinder zu forcieren, irgendetwas zu machen. Das ist vielleicht noch wichtig. Wir probieren als Material das so zu machen, dass Leute Lust drauf haben, was heute noch das Beispiel vielleicht weiß. Also wie gesagt, bei diesem Sit kann ich da drauf lösen. Es gibt auch eine Internetseite, die heißt www.madnen.com. EU. Da sind alles Material rund um demokratische Schulkultur, dann der Klasserot drauf. Und da gibt es auch regelmäßig Informationen dazu. Mhm. Kann er also recht auf ihre Meinung, sie dürfen sich frei äußern, müssen von den Erwachsenen gehört gehen und erst geholt gehen, sie haben recht auf Partizipation in der Gesellschaft, recht auf bestmögliche Education und recht auf Zugang zu Information. Partizipation von Juncker weist sich ganz praktisch an der Arbeit von der KNEL, der Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg, die 2015 aktiv ist, an den direkten Lien zwischen Schülern und dem Educationsminister bildet. De Guillaume Keller ist ein Schüler auf der Premier G am College an der Stadt. Er ist Member von der KNEL und er ist auch zu Wort gekommen. Meine Aufgabe bei der KNEL ist für dich partizipativ. Das heißt, ich repräsentiere mein Schülerkomitee und dann auch meine Schule. Und dann ist es eine ganze Wolle, die in meiner eigenen Fortbildung nutzt. Wir haben enorm viele Workshops, in denen wir kollaborieren und zusammen gucken, was sind die Fragen, die gestellt gehen, was sind die Probleme, eher wir es überhaupt Richtung Lösung gehen. Dann ist der ganze Aspekt Mediation auch da. Das heißt, wir bei der KNEL mache ja Anfang der Lien zwischen den Schülern und dem Minister. Das ist ein Lien, den diplomatisch soll sein. Das heißt, da schaffen wir auch viel an diesen Ebenen. Ein Beispiel, den ich gerne nenne, das ist das Premierexamen dieses Jahr, den so positioniert gehofft, dass es extrem sportlich war für die Schüler, dass du auch landesweit an alle Lycée-Komitee sich aufgeregt haben und schnell ein Demand beim Minister angeregt hat für ein gewisses Aménagement. Nicht nur gibt die Demands unerkannt an der Ruhegeholt vom Ministerium, wir haben sogar mehr Aménagements, wie das, was wir gefragt haben. Das ist die Positivseite davon, das muss allerdings negativ mit angehen, dass die Aménagements nicht an als Herkle gut angekommen sind, bei den Enseignern, bei den Älteren, gibt da den einen oder anderen Detrakteur. Und da war der Minister auch immer ganz froh, so zu können, dass das war von der KNEL nicht von uns. Ich habe einen Mikro-Ombudsmann, der tut nur da. Ja, ich meine, das war eine wunderbare Beschreibung am Anfang von der Rolle, eigentlich meine, auch von den Klassendelegierten an von der nationalen Niveau von den Schülerinnen, Vertreterinnen, die wirklich dann am Anfang die Vermittlungsrolle da anholen, per Bord zu denen, die Decisionen müssen verantworten. Und das dort, das Verhandlung. Also schon da, die wir haben, das ist ein immenser Lehrprozess, ein immens positiv, können Sachen am Anfang zu bewirken. Das ist ein großes Message, die wichtig ist, mit an den Alltag ranzuholen, sich zu freuen an meinem schulischen Alltag, wo können Jugendliche an der Schule, an der Klasse, am Unterricht etwas Veränderungen bewirken. Das ist wirklich ganz wichtig, für dass kann Jugendliche auch wirklich merken, erleben, dass sie handlungsfähig sind, dass sie wirksam Veränderungen können auf den Weg bringen, auch wenn es nicht zu 100% herauskommt, was initial mal gedurcht war, mehr
der Prozess an die Veränderungen vom Alltag als schon etwas immens Wichtiges. Die Selbstwirksamkeit von den Kanner. Da braucht man ja auch als Gesellschaft als nicht überlebensfähig, wenn man nicht als Ullehren umzudenken, als Sachen ähnlich das zu machen. Und dafür sind kannerreichste Menschen auch einen wichtigen Impuls, denke, für mal den Alltag ranzuholen. Das Umdenken, das spielt ja schon Karten am Zentrum für politische Bildung, das hat ja da gerne, Madame Schild. Ja, déjà, also ich wollte vielleicht ein bisschen kurz präzisieren, weil wir schon ein Extra hatten von einem von der Knall, also der Konferenz Nationale des Élèves du Luxembourg, weil da empfangen fantastisch verfassten Moyen aus für zu partizipieren. Und da empfangen auch das, was wir am ZPB mal probieren zu promovieren, dass wir so ein, die Knall, die aus Lovi Maheiren und den Interlocuteur direkt auch für den Minister. Und da könnte die Idee von der Repräsentation eben mal dran. Also, was wir empfangen, wir leben in einer repräsentativen Demokratie, also was eben ein Basiskonzept ist und von unserer Gesellschaft, auch für das eben wirklich zu verstehen, weil das ist schwer, Repräsentation, was heißt das, repräsentieren, von wem. Und ich meine, da war das, was wir probieren, von Anfang an zu machen, weil okay, das, was besteht, probieren wir zu stärken, notamment die Knell, wo eben alle guten die Repräsentanten aus in den verschiedenen Schülerkomitee vom Lycée sind. Der Schülerkomitee hat eine legale Basis. Als Schule muss ein Schülerkomitee haben. Da gibt es auch den Klassendelegierten um Niveau drin, wenn ich will, da irgendwie eine Hierarchie mit dran bringen. Zwischen all den Klassen soll auch eh sein, der für die Klasse schwätzt. Und da fand man natürlich dann aus dem Moment der Klasse rot, für zu froh, was die Klasse da will, ein gutes Instrument. Also, dass man so, wenn ich von der Klasse wird der Klassendelegiert bei der Schülerkomitee, bei der Knall, bei der Politik, dann hat den wirklich etwas verstanden, wie Repräsentation kann funktionieren. Und ich meine, das ist das, was alles natürlich wichtig ist, zu merken, dass du, weil Juncker, du können etwas bewirken, dann hast die Probabilität, dass sie für den Rest von ihrem Leben, weil als Bürgerin und Bürger soll man ja können Sachen bewirken, dann haben wir das, wenn ich das du gelehrt hat, dann hast die Voraussetzung schon mal gehen, dann die Probabilität mir größer, dass als Bürgerin und Bürger sich so auch engagiert. Wie bringt das dann die volle Partizipation bis an die Schule? Also wir probieren eben über die Erwachsenen, also die über 18 Jahre, probieren wir zu führen, indem wir so ein sind, am Anfang die das müssen zulassen. Ich meine, eine Partizipation von Kanner für Junge funktioniert nicht mehr, wenn die Erwachsenen damit d'accord sind und dadurch unterstützen. Das will nicht heißen, dass die Freifahrtschein sollen gehen, dass das auch schon viel daran angeschaut wird, geht nicht darum, dass die alles decidieren. Aber wenn das erst gemeint ist, dann geht es auch darum, Responsabilitäten mit den Jungen, mit den Kanner zu teilen. Und da probieren wir eben den Erwachsenen Mittel und Tanzen gehen, über Formationen, über Materialien. Wie kann das gelingen? Wie halten die Jungen bei der Stange? Wie bleiben sie motiviert? Aber auch, wie argumentieren sie Sachen, die nicht können, klappen? Und wie kann ich da vielleicht noch andere Alternativen abweisen? Weil die Selbstwirksamkeit, die für drunter angeschaut wird, ich meine, das ist wirklich das, was wichtig ist. Und dann, wenn ich das bis ein bisschen gemacht habe, dann merken die Leute auch, ja, von die Jungen von einem großen Teil von der Arbeitsmacht überholen, da geht es vieles auch mir einfach von Hand. Du hast ein konkretes Beispiel, was den Enseignement fondamental betrifft, dass eben die Formation in Klasse hat. Ja, genau. Also ich meine, wir haben schon viel darüber geschwärzt. Wir merken, dass das etwas ist, was am Fundamental ganz gut ankommt, weil wir auch eben probieren, Austausch treffen, also für Leute, die schon Profi daran sind, auch irgendwie weiter zu helfen, für nach mir genehm vorstellen. Mit das aber für uns nicht nur ein Instrument für den Fundamental, das meine ich auch etwas, was ich ganz, ganz gut kann am Sekundär eben auch gerade auf politische Aktualität, nämlich umdübeln. Und wir haben auch hier an unserem Material verschiedene Sachen, wie machen statt mit 16 plus Kanner und Jungen, weil es eben eine Art und Weise ist, für sich mit Meinungsverschiedenheiten auseinanderzusetzen, aber auch für eben Komplexität von einem Sujet können zu belichten, weil die Welt ist groß, ist nicht schwarz und weiß, und das muss man alle gut lernen, und das ist eben so ein Moyen für das zu machen. Das wäre dann auch, was du von der Responsabilisierung an. Ja.
Man erlebt, ich gehe auch noch darauf hinweisen, dass es wirklich eine Notwendigkeit ist, sich die vorzustellen, wie Partizipation in der Schule stattfindet. Also am letzten Jugendbericht hat sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Und am Grundschulalter wäre dann dahin erschreckend festzustellen, also sie festgestellt, dass mit wissendem Alter eben von vom ersten bis zum nächsten Sickel an der Grundschule eben das Gefühl von den Schülerinnen am Anfang, für können zu partizipieren, an der Mathe gestalten, auffällt. Also wir sind schon gefordert, also gut, für da als Gedanken zu machen, wie man den Gedanken von der Partizipation mehr stark verankern können. Gibt es Gründe, wieso das auffällt? Die Gründe machen vielfältig Sinn. Ich meine, die Schule ist in den extremen Kontranten, wo sie halt stattfindet, organisatorische Kontranten, Zeitkontranten, auch sozialen Druck, der sich auch auf die Schüler überdreht, den Druck für zu reüssieren, zu reduzieren, ob das wesentlich ist, dass du da den Mengen sich verschiedene Sachen auch können zu spuren eigentlich. Und das ist gerade die Schule, der Platz, wo kann ein Jugendliche sozial formulieren, die sie nicht in der Familie lehren, die sie nicht, auch nicht an ihrem Verein, wo es Römenke im Leistung geht, eventuell im Freizeitsport und so weiter, oder in anderen Kontexten, an den sozialen Medien, wo ganz andere Gesetze herrschen, wie am Anfang von der demokratischen Gleichberechtigung an in dem anderen Nullausstrahlen. Das heißt, das ist wirklich essentiell, dass die Schule ein Platz ist und auch anbieten kann, wo junge Menschen einfach andere Sozialformen, andere Kommunikationswege finden, wie das, was sie sonst an ihren anderen Lebenswelt kennenlernen und auch oktroyiert kriegen. Madame Schild, wo denn ab so? Ja, ich kann dazu vielleicht noch sagen, also wie den Herr Schmidlow gerade schon gesagt hat, ich meine, Schüler sind an einem großen Druck, ein Druck, den immer auch Enseignern versperren, als notamment die vom horären Programm, also da den notamment im Sekundär immer das Gefühl hat, dass den dem nicht gerecht geht, dann, wenn in einer Sache möchte, dass auf der Strecke bleibt, dann das wird mehr am Punkt probieren, zu promovieren, als dass das durch eine demokratische Schulkultur viele Sachen, dass ich vieles mehr einfach kann machen. Also du der Stadt, die benötigt nicht nur Enseigner als dann der Enseigner zu sagen, ich muss nur Beispiel, ich war mal Historikerin, Geschichtsprof, ich muss nur den Napoleon machen. Da sind wir froh, wenn du den Napoleon gemacht hast, was du sie da gemacht. Und da ist mein Job, ist, für zu gucken, wie kommen wir da, wie kriegen wir durch die Mattbestimmung und durch die Responsabilisierung eben da ein bisschen mehr Entspannung ran. Aber das ist eben etwas, was doch keine Angst macht, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Und das ist auch etwas, was die ganz schwierig als Einzelne kann machen. Also wir haben noch Angebote, die heißen Partizipation am Unterricht, wenn ich das lang will bei mir im Klassenraum machen, da gibt es auch Möglichkeiten. Aber das ist natürlich etwas, was den ganz Schule betrifft, wo in sich tatsächlich im Kollegium mit den Direktionen am Anfang müsste vorstellen, okay, was können wir machen, was überfordert uns auch nicht, aber was möchte das Leben mir einfach. Ich gebe euch nur einen kleinen Ausflug proposieren auf den Hohwald. Da gehen wir bei Nadine Schrobildchen. Sie ist Enseignant am C4, schafft schon die dritte Kehr am C4 mit einem Klassenrund. Sie erzählt uns, wie das praktisch aufläuft an welches Format dann letztendlich auch mit den Hauptbetroffenen den SchülerInnen möchte. Wir haben zum Beispiel den Klassenrat alle drei Wochen bei uns in der Klasse. Da gehen wir dann an eine andere Klassensaal, weil es ja außerhalb des normalen schulischen Kontext eben stattfindet. Da sind wir ja nicht mehr sozusagen Schüler als Schulmeister, wir sind alle gute Mitglieder von einem Rat. Ne? Und dann am Vierfeld können dann keiner im Moment hier Themen an den Kost buchen, die bei mir im Klassensaal steht. Und das kann Phobis sein, das kann ein Konflikt sein, den sie wollen gerne innerhalb von der Klasse wollen lesen. Das kann eine Proposition sein, für den Schulalltag besser zu gestalten. Das kann eine Proposition sein, zum Beispiel für eine Charge, für einen Ausflug. Also da kommen sie mit ganz vielen Sachen. Ne? Und dann am Klassenrat wird dann noch der neue Komitee gewählt. Der besteht aus einem Präsident, aus einem Regelwächter, einem Zeitwächter. An einen Sekretär, den alles schriftlich festhält. Also die ersten paar Kehren gehen, ich bin dann natürlich auch matt. Wie dass ich ja auch selber nicht mehr Member bin, probiere ich aber nur an nur, mich ein bisschen zurückzuhalten. Und irgendwann klappt das von allein. Also das läuft für dritt, wo ich dann in einer Klasse eben abfeiern. Und der Feedback ist immer immens positiv. Also sie holen das immens erst. Weil sie bemerken, dass sie da Mitspracherecht kriegen, dass sie können selber Lesungen finden, selber Sachen proposieren und am Anfang in unserem Schulwesen, in unserer Schulorganisation können teilholen.
weil sie auch merken, dass wir als Eisekor-Enseignant das dann nur auch definitiv umsetzt, merken sie, dass hier Stimme auch wichtig ist in der Hinsicht. Und noch plus fanden sie Sachen, wo wir heinst du als Enseignant gut nicht geben, drauf kommen unbedingt. Also das macht Sachen noch mehr interessant. Also die Kannerrechte aus sich, das Thema wird recht am 6. richtig behandelt. Das heißt für sie als Empfang, das Thema Kannerrechte noch bis dahin ziemlich abstrakt. Das ist aber so, am Klassenrat gehen natürlich verschiedene Rechte schon praktiziert, wie zum Beispiel eben Mitspracherecht können ja nicht zu so ein, auch den mutuellen Respekt, den immens wichtig ist, der Fett, ich meine Meinung soll respektiert gehen, ich soll nicht jugiert gehen, das steht ja alles immens am Vordergrund. Das heißt, du merken sie schon die Wichtigkeit an sie lehren, kann der Rechte sozusagen am Praktischen schon kennen zum Teil. Also die sind ganz gut abgestellt hier im Hofwald. Absolut. Ja, ich meine, die ganzen Plätze, wo das ganz gut läuft, voilà, du kannst auch alle Enseignants und Enseignants sich so adaptieren, wie sie das am besten fanden. Ich meine, dass das eben ein Beispiel ist. Du willst, tun wir das doch so, dass schon erwähnt wird, annimmt, was nicht immens komplex ist, für umzusetzen. Also, an was einfach immens gut frischten kann drohen. Mir steht, da fällt das ganz nicht so ein Schmoll mit dem Engagement auch vom Enseignant oder dem Bewusstsein, was ein Enseignant letztendlich tun will und ein Dachlein. Doch, also bestimmt. Ich meine, wenn der Enseignant, der muss schon damit d'accord sein. Mit kann ich natürlich auch davon ausgehen, dass ob der enger Platz gut funktioniert, wenn dann die Freundin aus der anderen Klasse findet, dass der am Anfang eine gute Idee wird, dann kann sie dadurch aufhören. Und das geschieht bestimmt auch. Also an der Hinsicht ist es auch wichtig, dass Kannerrecht der Teil vom offiziellen Bildungsauftrag am Anfang formuliert gehen und auch valorisiert gehen. Das geschieht ganz stark und letztes Jahr auch schon an der nonformellen Bildung, wo auch am Keller von der Rahmenrichtlinie von der nonformellen Bildung den Idee von der Partizipation wirklich an der Kanadäresbetreuung ganz frei angefordert wird und lo, wirklich einen ersten Bildungsauftrag als dadurch gesichert. Und das natürlich auch, lo, auch am Keller vom Plan d'Action National und dadurch auch das an der Verfassung, lo am Dezember, hat Kannerrechte auf einen prominenten Platz als Grundrechte verankert gesehen. Klar ist, dass Schule do, hier einen Auftrag durchgeholt und dadurch ein Teil vom Bildungsauftrag aus. Das ist immens wichtig, wenn das Thema Kannerrechte abkommt, am Fang, dass die Enseignants das abgreifen und dass sie das auch erstellt, dass ich gesagt von Haltung, Purpose im Sujet, das nicht an lächerlich zu drehen, das nicht zu ridiculisieren, nicht direkt zu kommen, mit, ja, was in die Wissen für Rechte und so weiter, nicht zu sagen, du hast auch Pflichten, das ist ja immer so die Klassiker, für eine Funktion, okay, da komme ich thematisieren, das eigentlich schließt das andere nicht aus, das nicht, das eigentlich geht das andere ausspielen, mit dass es eben gerade eine Auseinandersetzung dann rundum die Rechte vom Kant am Anfang aus, die gefordert ist, an wo, wenn nicht an der Schule sollen, kann er sich wirklich gut informieren, kantgerecht informieren, das Recht von der Kanner ja für eine kantgerechte Information zu kriegen, wie gerade an der Schule am Anfang. Das bringt mich zum Thema Meinungsfreiheit. Das ist ja auch ein schwieriges ja, Sujet, wenn ich so kann. Kommen da eventuell Situationen, ob die nicht so einfach zu beantworten sind? Ja, ich meine, dass das doch ein großer Teil ist von den Hindernissen, dass etwas nicht diskutiert wird an einem Setting X oder Y, dann eben noch ein Klassenraum. Also ich meine, dass da, wo verschiedene Meinungen auf den treffen, kann eben hützig gehen. Und das ist meine ich auch die Wolle, die wir probieren, ein bisschen aufzufedern mit dem ganzen Konzept von Themen, die brennen. Weil auf der anderen Seite, als das war so, dass es tatsächlich zur Jobdescription von einem Enseignant gehört, gerade durch die Themen sich zu schaffen mit den Jungen. Und ich meine, dass es doch ganz wichtig ist, für kleine Mann, durch den Unterschied zu machen, dass die Rechte, die es schon, die haben auch alle guten die anderen. Und die begrenzen sich ja auch gegenseitig. Und eine Meinungsfreiheit ist ja auch nicht unbegrenzt. Und dafür ist es doch ganz wichtig, das in einem Schulkontext schon zu thematisieren. Obwohl es natürlich nicht darum geht, den Jungen einfach den Mund zu verbieten, weil er in einem pädagogischen Kontext das, wo er noch gerne hat, dass zu verstehen, für was als wert, was ich da gesucht habe, etwas, was ich nicht
so ein darf. An et net nemmen zu sanktionieren, das meng schon die dat wie de falsche weh. Mehr ich mengen wie den Herr Schmidt schon gesagt hat, wenn das nicht an der Schule geschieht, wo soll es da geschehen, wo klar gesagt wird, wer das mit deiner Meinung, wer das mit dem anderen seiner Meinung, und wer das auch einfach keine Meinung, also wer sind non-negotiable Sachen, die, die an einer demokratischen Gesellschaft einfach nicht können akzeptiert gehen. Das bringt mich dann bei der Klasserot, das wäre ja dann ein perfekter Spielwies, wollte ich so und mir eine gute Bühne eigentlich für zu üben, ne? Aber wie weit geht Meinungsfreiheit, aber was bedeutet es in einem demokratischen Kontext? Charles Schmidt, ich wollte das, ich meine, das ist von den Schülern, Schülerinnen, das ist ganz wichtig, auch, dass angegriffen wird, wann gegen die Rechte vom Kant verstoßen wird. Ob das im Schulhof ist, ob das im Schulweh ist, ob das in sozialen Medien rund um die Schule ist und so weiter. Und ich weiß, dass du die aktuelle Gesetzgebung oft Limiten der Leute auflädt, die man muss verändern, gesetzliche Veränderungen, dass alles, was im Umfeld von der Schule ist, auch kann matt thematisiert gehen, am Kontext von der Schule, und auch kann matt auch eben ein Suite kreieren, ein Follow-up kreieren, weil kann er sollen nicht ein Angst für eine Schule zu gehen, weder um Schule weh, nach der Schulklasse und so weiter, nach den sozialen Medien, dadurch, dass, voilà, dass er Kontakt bleibt mit den anderen Mattschülern. Das ist immens wichtig, dass die Vigilanz, die an einer von die ganz die Meldung, die Wortmeldung, hat gewesen. Das ist immens wichtig, dass Enseignern hier an abholen und dann auch angreifen, sich in einer kollegialen Beratung machen, in einer anderen Equipe, für zu gucken, wie gehen ich doch hier, wo muss man heute Punkt setzen, wie thematisieren wir das mit den betroffenen Schüler, Schülerinnen. Du da vielleicht schon ein paar Antworten geben, ob die nächste Frage, die du heute gestellt hast, wie sind eigentlich Prozeduren, die Tür vor der Schulmeister soll machen, am Fall, wo dann ein Dut, wenn es von Nulllässigung oder häuslicher Gewalt besteht. Wie will ob die Frau antworten? Ich ging so Madame Brassanuti. Ja. Die sind noch nicht viel zu Wort gekommen, ja, damit ja. Ich die lauscht hat. Die lauscht hat ganz konzentriert. Ja, der Tor ist effektiv ein Froh, weil ihr ja, das ganz klar kann, wenn man von Nulllässigung schwätzen, dann sind wir an einem wesentlichen Rest vom Kant, was blessiert ist. Ne? Und das genau da, an dem Bereich, wo dann den ONE auch an seine Zuständigkeit kommt. Wenn das gemerkt wird an der Schule, gehen es am Anfang zwei Pisten. Du kannst ihn sich direkt an den ONE wenden. Es kann ihn aber auch, was heute noch immer, wie die Gesetzgebung heute ist, auf das klassische Signalement zurückgreifen. Ne? Natürlich, bestenfalls immer an Austausch, auch mit dem Kant, mit dem Umfeld vom Kant oder vom Jungen, mit den Älteren, ne, bis sie gucken, wer tun ich da gesehen, wer tun ich beobachten, ne, auch nicht überreagieren. Einfach mal gucken, habe ich das einmal gesehen oder gesehen ich das über Wochen, das Problem, all Chaos oder all zweiten Tag. Ne. Das muss ich schon beobachten, ganz einstellen, nicht dann zu meiner Sohn, auch vielleicht gesagt, nein, nicht an dem möchte, weil das einfach auch ein Pflicht, der muss noch kommen, auf Vernachlässigung, weil das muss gemeldet werden. Ne? Und die Instanzen, die sich dann darum kümmern, und da gucken, gehen wir wirklich in Richtung Vernachlässigung, wir müssen etwas machen, voilà. Das ist ein Auftrag an dem Kontext, zu dem, was der Logo so tut, vom ONE, als definitiv mal Kant auf die Platz zu stellen und Kant zu protegieren. Genau, also der ONE ist ja entstanden durch das Enfance et la Famille Gesetz von Dezember 2008. Und gut dann über das Gesetz auch seine Missionen und auch die Hilfsmaßnahmen, die den ONE da kann und Platz setzen, für kann die Jungen oder seine Familie zugeschrieben. An der Gesetzgebung, ich komme just ein bisschen zurück, weil wir vielleicht schon angeschaut haben, an dem Gesetz von 2008, da steht den Interesse supérieur de l'enfant dran und da ist auch die Partizipation verankert. Das ist mir ganz wichtig, am Kontext von der Diskussion auch zu sehen, vielleicht ein bisschen zu sagen. Also Partizipation von Kindern, auch wenn wir hier von Kindern sprechen, denen hier das Kindeswohl, ob die eine oder die andere Manier nicht blessiert gehen aus oder die nicht mehr so gefördert daheim gesehen, wie das hat müssen der Fall sein, dass da
Kant an aber auch sein Eltern mit abbezieht an einen aktiven Prozess, partizipativ, für zusammen zu gucken, wie kriegen wir das dort in Lorem hin, was braucht und Hilfemaßnahmen. Und das ist am Anfang die Mission vom UNE. UNE hat ambulant, stationär Maßnahmen, wo der Familie, dem Kant, anbietet, auf volontärer Basis, und wo an einem ganzen Prozess von aktiver Kollaboration, wie Margret Kreier auch für Druscher gesagt hat, ob anheischt, ganz, ganz wichtig. Man kann, aber mit den Eltern einfach auch, ob anheischt, immer im Gucken, wie kriegen wir das hier hin, wenn wir Sorgen haben, par rapport zum Kindeswohl, für zusammen etwas an Platz zu setzen, dass wir die Sorgen, dass sie mit klein gehen, respektive, dass wir sie ganz los gehen. Und da ist der Akteur Schaul ein ganz wichtiger Partner. Ne? Weil ein Kant hat verschiedene Lebenswelten. Ne? Die Lebenswelt Familie ist seine erste Lebenswelt. Die Schule, Freund, Netzwerk sind die anderen Lebenswelten. Ein Kant oder ein Junge, die an die Schule gehen, mit wem sind sie da am meisten Kontakt? Mit dem Schulmeister, mit dem Lehrpersonal. Das heißt, die kann immens viele Sachen beobachten, die kann immens viele Sachen gesehen hören. Er weiß, ob man sie pur mal hört, pur mal beobachtet. Und darüber, wenn er Sorgen hat, sich mit einem System und mit den Leuten, mit den Kollegen vom UNE, respektive von den Orien, das sind dann die Regionalbüros vom UNE, auf Verbindung zu setzen, die auch bewusst angesiedelt sind an den Direktion Regionalen von der Schule, für das sind eben an einer globaler Zusammenarbeit zusammen dafür sorgt, dass die Wohl vom Kant garantiert bleibt. All Kant zählt, der Tisch, wo die Reste vom Kant nicht appliziert sind, da muss auch reagiert gehen. Wissen kann er, sind sie abgeklärt darüber, wo sie sich dann lo konkret an direkt melden am Fall von einem Fall? Weil am Kreier. Ja. Ja, das sind so Sachen. Ein Kant braucht Hilfe und ein Enseignant braucht Hilfe. Das ist effektiv nur als Job Description für so viel wie möglich zu informieren, wo kann er Hilfe finden, wo kann er gehört gehen. Du hast ganz sicher einen Okaju, eine große Telefonsadresse, Urlaubstelle, die wir immer annehmen. Da haben wir auch die Kanajuren-Telefon nach, wo ich kann, ob anonym, also wo kann einfach kann frohe, wo er seine Situation erzählen, aber sicher ist, dass das nicht in einem enger Drittperson oder so einem, wo dem Kant vielleicht auch gegen Schulden oder wo Kant Angst hat, gegen Schulden weiterverzählt geht, wo man Kant evaluiert geht, wird los, so mögliche Etappen für den Sinn. Wenn ein Kopf froh für die Gestalt, die wird zurückzukommen, was kann ich als Enseigner machen, wenn ich das mitkriegen, dass das effektiv nicht einfach sicher ist, dem Kant merci für das Vertrauen zu suchen, weil das von Kant an Not aus, als das für hat eine ganz, ganz schwere Situation. Kann ihn auch freuen, eventuell, als der Dorf, was man zählt, schon mal lang oder noch mal rezent. Und dann fängt ihn aber an, an den Marsch zu kommen, wo dann, wo er sich selber auch mit sich selber eins geht, für nicht nur dem Kant vielleicht seine eigene Angst oder seine Unsicherheit zu vermitteln. Da gehen doch Urlaubstellen für einen Enseignant, wo man sich selber auch kann, vielleicht natürlich auch bei seinen Arbeitskollegen, beim Schulkomitee, bei seinem Präsident, bei seinem Schuldirektor kann sich informieren. Es geht auch beim SCAS, den Service Edo Victim, wo ihn auch mal kann, ein bisschen zusammen überlegen, dass du und du nicht gesehen, wo mal rückfrohe Gestalt gehen, wo die Schule, also wo ein Enseignant, weil er sich spielt, vielleicht kann verfeinern, an wann sein Dutz sich konfirmiert. Du hast seine Pflicht zu signalieren und so ein Signalement geht im Moment beim Parquet gemacht. Das ist die ganz klare Richtlinie, die geht auch beim Enseignement, also vom Enseignement fondamental so vertraut, wie gesagt, den abzuhalten und versichern, wann den du sich konfirmiert oder den Eindruck, dass den selber dann aber nicht zu viel kann friert, weil das für hat eine schwere Geschichte, das ist eine penibel Geschichte, kann nur immer sicher im Zug machen und dann die richtige Prozedur dem noch dann deklanchiert. Michel Pressanetti, die wollte noch etwas ja, ich wollte vielleicht noch auch dabei fügen, weil auch das eine Zuständigkeit aus vom ONE, dass man Lützburg aber auch ein
bald 800 Kinder haben, die nicht an ihrer Familie, sondern an einer Institution leben. Und da ist es dann um ONE auch zusammen mit den Partnern, den Gestionären, die Telefonsäuren anbieten, auch für an denen Institutionen dafür zu sorgen, dass Kinderrechte appliziert gehen, dass mit den Kindern darüber geschwärt wird, dann auch dafür zu sorgen, dass auch da Partizipation geliefert wird, dass auch dort Kinder hier Recht auf eine Familie ne, behalten und dass Kontakte an Platz gesetzt gehen. Ne. Das ist eng von den wichtigen Aufgaben, die den ONE dann auch über den Rahmenplan, den ausgeschafft gehen als der Rahmenplan für die Enfance et la Famille, aber wo dann auch ganz konkret draufsteht, wo sich Tier gegen können auch zu kontrollieren, wird das geliefert, wird das so gemacht, und haben auch Kinder, die nicht mehr an ihrer Familie leben, aber an einer Institution, die Möglichkeit für zu sagen, ich gehe mit Arbeitszonen an Decisionen, die mein Leben an mich betreffen, oder ich gehe nicht mit Arbeitszonen. Aber wo sind die Plätze? Ne? Das geht alles an Platz gesetzt, das ist also ein Kurs an der Rahmenplan, das ist da auch ein ganz wichtiges Dokument, das eben auch ganz basiert auf den Kinderrechten. Kommen Personen eigentlich durch mit unterschiedlichen Problemen respektive an den ÖNÖ oder direkt bei den Ombudsmann? Also können die Leute doch schon unterscheiden, was das auch kommt? Vielleicht nicht mehr erlauben, dass ich kurz zurückkomme, ja, weil ich will aber noch die Message losgehen, dass es effektiv für die Kinder, für die Schüler, Schülerinnen, einfach für die Eltern, für alle Menschen am Anfang ein Arbeit mit klar muss sein in Zukunft, auf wen sich zu adressieren und bei so Frauen. Das ist dafür vor mir ganz klar, dass es den Child Protection Officer soll gehen, also in Kinderschutzbeauftragten, dass am Anfang alle Schulen, alle Einrichtungen, die Kinder Jugendliche an einem öffentlichen Auftrag enkadriert und abhält, am Anfang sich ein Kinderschutz Politik gibt, ein Dokument, wo sie überlegen, wo sind als Risikopunkte, was können wir präventiv machen, was sind als Prozeduren für zu intervenieren, für wann, weil er kann ein komisches Verhalten weist, bestimmte Äußerungen mischt, respektive an der Urgence muss gehandelt gehen, weil er und dann, wie weit können wir an der Mediation gehen, mit Reiseservice oder nicht. Also das ist das am Anfang, da haben wir eigentlich allgemeine Rekommendationen für ein halbes Jahr herausgerundet um Safe Schools, für genau die Idee zu propagieren, von Kinderschutzpolitiken, die obligatorisch sollen verankert gehen, für das all Beteiligte von der Community skolär wissen, die dote Person oder die dote zwei Leute, das kann ein Mann und eine Frau sein, am Anfang, das kann ein Binom wie ideal an all Einrichtungen, wo die sich auch mehr verdäuft, mit denen heute Frauen auseinandersetzen können, am Anfang als Person Ressource Ruhe zu gehen, für eben d'Enseignern daran zu begleiten, wie sie mit bestimmten Sachen am Anfang umgehen. Das ist sicherlich auch für Berufsaufhänger, Aufhängerinnen viel mehr wichtig, denke, wie die schon lange am Zirkus sind, an die Strukturen, die Service kennen, die wissen, bestimmte Sachen anzuschätzen. Das ist schon ein Punkt, den wichtig ist. Und effektiv muss ich ganz klar die Message geben, Sachen, die am Anfang strafrechtlich relevant Formen von Gewalt oder Maltraitance per Rapport zum Kant können sein, die müssen natürlich unter Autorität judiziaire am Format gedeelt gehen, für das die hier Arbeit können machen. Die ist gut abgestellt für die Sachen, für die Erklärungen, die Erklärungsprozesse dann da herzustellen. An der Schule selber, Mensch, gibt es aber ganz viele Formen von grenzüberschreitender Kommunikation, grenzüberschreitendem Verhalten, was nicht strafrechtlich relevant ist, aber trotzdem auch dem Recht vom Kant eine gewaltfreie Erziehung entspricht. Das heißt, da muss man präventiv viel mehr sensibilisieren und dafür gehen, gegen die Formen von erzieherischer Gewalt, die kann stattfinden, eine Hochgewalt natürlich auch zwischen den Kindern, das ist klar. Soll ich noch antworten auf die Frage? Ja, also ich meine, dass den Okaju, voilà, ich meine, den ONE als Jugendamt, als Empfang, eine Urlaubstelle für erzieherische Hilfe auf den Weg zu bringen, für Diagnostik zu machen, für aufzuklären, wie ein erzieherischer Bedarf durch viel Leid von Erziehungshilfen, auch noch ganz stark an der Urgence natürlich auch solicitiert. Wir sehen also als Okaju als unabhängig national Beobachtungs- und Beschwerdestelle, wenn das so will, ein nationaler Mecker-Köst, wo jeder kann hier kommen. Kann er Jugendliche hier
Eltern können du hinkommen an eine Reklamation eisgehen. Eine individuelle Reklamation feiert dabei eis eventuell zu einer individuellen Rekommendation. Als Evaluierung aus das orientiert, dass man immer versichern, aus einer Situation zu lehren, was man könne besser machen in Zukunft. Das ist natürlich auch klar, wenn man über TV Sachen als Ruckedrohe gehen, denen müsste gemeldet gehen, dann machen wir auch natürlich Signalemente und die jeweiligen Autoritäten, die dann noch vorkommen. Mit das so, dass, wie gesagt, Schülerinnen das Universelle brauche ich nicht auf einen anderen Platz. Für die Anfang müssen sich vier drin auf einen anderen Platz gemeldet zu haben. Kann er jugendliche Eltern können direkt kommen. Da machen wir die Beschwerdemanagement. Wir können auch eine individuelle Situation, eine Autosaison machen. Das ist, wir gehen etwas gewohnt, über die Professionellen, über den Enseignant, über den Sozialarbeiter, eine bestimmte Situation, die sie aus einer Situation, die aber sollte nur gehen. Und dann können wir ein Autosaison machen, an einem Fonds auf Platz gehen, an einem Fonds eine Situation von einem individuellen Kant oder einem Gruppe, wo kann am Fonds überprüfen, Zugang zu den Informationen freuen, zu den Dossiers. Das ist das, was noch kann, neben der Arbeit von Stellungnahmen ausschaffen für Gesetzesprojekte, die kann er betreffen, kann er Rechte betreffen, eben auch machen. Mhm. Den ONÖ, den ist am Gängen, den regionalen Riso auszubauen. Aus der Dure bin, man bietet für das Zugänglichkeit natürlich, erhebt das. Ja. Das ist ganz klar. Ziel 2017 ist angefangen mit der Regionalisation. Da gauf dezentralisiert vom ONÖ, ob dann die Office-Regionalen, am Anfang 3-4, haut sie mal ab 11 Office-Regionalen, die habt die meist ziemlich so dann dieselben Gebäudeketten angesiedelt wie Direktion Regionalen, weil eben einfach wichtig ist, dass ihnen die Sachen nur bei ihnen bringt und auch die Akteure dann, die man kann zu dienen, ne? Weil wenn ich nur bei ihnen ist und kann ihn zusammen schmerzen und tue den die nötigen Infos, da funktioniert in Praxis weiß, das funktioniert oft besser und mehr sehen, dass ein Hilfe beim Kant auch könnt. Ich wollte aber noch kurz ein Kaffee drin, ob das reagieren. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass ihn an der Schule, an den Institutionen, aber auch vielleicht für alles, was Freizeitbereich ist, wo es auch Kaffee kommen, dass keiner hier Rechte nicht respektiert gehen. Da sind du musst über die Schutzkonzepte, die der Charles Schmidt auch geschmackt hat, dafür sorgen, dass es neutral Plätze gehen, wo du kannst dich nur an Sicherheit kann beschweren gehen. Ne? Und das haut nicht ganz klar, weil ja, den Okaju, das ist eine Beschwerdeaufnahmestelle, denn ohne natürliche Schule mehr auch so Sachen und auch auf den Ohren, mehr aus sich, aus den ONÖ und dann eben auch sind Regionaloffice, das sind Plätze, wo ihn sich spannt, wenn ihn Hilfemaßnahmen braucht. Und nicht Plätze, wo ihn hingeht, für sich zu beschweren. Ne? Mhm. Und für das kann er an die Jungen so klar zu erklären, ne? Das ist relativ schwierig. Und dafür denken, ich brauche für dich Schutzkonzepte an allen, weil an all denen Aktivitäten oder ja, und denen kann er teilholen. Und da hat er dem Schutzkonzept muss natürlich auch klar definiert sein, dass kann die Fäsern doch vermittelt kriegt, ich kann da und da hineingehen, an dem so ein Wettlohei nicht okay war. Wird ja eigentlich der Meinung zu sein, dass die Kammer heutzutage besser geht für die 1980er oder wie weit wird die Ratifikation von der Kammerrechtskonvention Früchte gedrungen oder nicht? Das ist ganz gewohnt, weil also wir waren also nicht darin, wir haben als Zeit als Kandidat an der Jugendzeit vielleicht während der Zeit gelebt mit das. Ich meine, sie hat die Frist noch nicht ganz gedrohen, die Kanarais-Konvention. Und das, meine ich, weiß auch illustriert, der Plan d'Action Nationale, die Regierung am Anfang als Antwort, ob die Rekommendationen vom Genfer Komitee gehen wird. Es gehen genug Plätze, genug Bereiche, wo noch muss nur gebessert gehen, wo sie muss die Fristen drohen. Ich denke, nicht einmal auch am Bereich vom Co-Zivil, von alles, was aufstammungsreich ist, von den Reserven, die Lützburg ausgeschwert hat, per Potsdamer Konvention, ein paar Punkten.
Et gin, muss ich auch frohen von der Entwicklung, einfach von der Entwicklung von der, am Bereich von der Kanadäresbetreuung, wo man muss eine ganz einen Ehren drauf halten, wie in Richtung der Zeit sich weiterentwickelt, für dass es wirklich am Ende von der Kanadäre guten ist, zu an wegen Ausmuss, an erwähnten Enkadrement, dass die Aufstimmung zwischen der Formel und der Non- also es gibt genug Themen, Mengen stehen, wo, wo sich neufrohe Stellen an wo die Konvention einfach immer am Anfang wichtig Unhaltspunkt da geht, das Prinzip jemand auf den Weg geht. Eben ein anderes Super vom Kant, nicht also dem Diskriminierungsverbot, eben Trägerleben auf Leben und eine optimale Entwicklung an Trägerleben Partizipation. Das sind grundlegende Prinzipien, die einem schon ganz viel helfen, wenn wir über, über aktuell Fragen von den Kanadern diskutieren, also analysieren müssen. Warum da geht ihr eigentlich ja, konfrontiert an puncto Aufruhen? Also am, am Bereich von der, also den, den Occasion geht viel zisiert am Kontext von der frohen rundherum eben Kanadier Jugendhölle, von den also Strukturen, die in am Fungation, also Kanadier jugendlichen Familien, die in auch erzählerische helfen, am Fung an den erzählerischen Hölle sind. Dann der Bereich von der Immigration, das ist ganz viel, der gerade Flüchtlingsbereich, also Rapport annuell war auch zu der Situation von der Kanadier mit Flucht- und Migrationserfahrung. Wir haben ein paar tausend Kanadier an der Struktur der Bergement von der Flüchtlingshölle vom Fung leben. Hier in Aldach, die auch Aldach an die Schule gehen, von dem Zugang zu der Schule auch nicht immer assuriert, dass im Moment gerade von denen mehr ältere Jugendlichen, von den Minern non accompagnés, wo die Schule auf dem Moment nicht noch könnt, am Fung für angepasst zu gehen und den, den Afflü, am Moment effektiv das wichtig, dass du immer für die Kanadier plötzlich kommen, dass assuriert geht. First Schooling, also Schooling first, so nicht mittlerweile. Weil das für Kant immens wichtig ist, dass es an die Normalität vom Schulbesuch am Anfang rackend, auch für Teil von der Gesellschaft zu sein, nicht müssen, an einem Foyer zu werden, mindestens, bis es endlich kann an eine Schule gehen. Weil da geht es natürlich immer nach vorne und die Inklusion auf verschiedenen Niveaus, ob das als die Aufstimmung von der, also die Rechte, also von den kann man mit besonderen Bedürfnissen an der Schnittstelle zwischen der formellen und der nonformellen Bildung ab einem gewissen Alter ist es schwierig für Eltern. Hier, hier kann er, die in der Sonne der Kompetenz sind, anfangen, neben der Schule versucht zu kriegen und kadriert zu kriegen. Du hast eine Lacune. Ja. Und dann Gewalt an der Schule, Themen wie Mobbing und so weiter. Also ein Thema am Schulbereich ist auch sehr von der Abschreibung immer noch, die, die eine Rolle kann spielen. Also ob das, weil das legale Statut von den Eltern noch nicht geklärt ist, kann er aber sind da und kann nur Rest von mir der Uni an Schule können zu gehen. Also der hat das schon eine ganz große Akzeptanz do für den Occasion. Vielleicht weil kann ein Junker ja nicht immer alles so. Da wäre es dann allgemein wichtig, ob die jungen Ambassadeuren da können zu zählen. Ja. Das bringt mich nicht bei Lali Schivar. Die hat sich nämlich neben der UNICEF auch bei der Knell engagiert. Und sie will eben um nationale Niveau den Schülern stimmen gehen. Und sie will, Zitat, herzuhen für die Schüler los denken. Und das klingt so. Was kompliziert ist, als die Themen, die leider an der Schule nicht genug oft beschwert gehen oder sie gibt beschwert, mir nicht mehr an Surface und nicht ganz. Wie die mentale Gesundheit gibt in den letzten Jahren immens viel beschwert. Mir gibt nie konkret mit Dave an Thema geholt gehen. Oder alles, was mit sexueller Belästigung zu tun hat, an den Schulen, an den Primären, an den Lyceen. Egal wo, das geht viel rundherum geschwad, mir nie echt an Thema geholt. Oder Mobbing, geht doch viel rundherum geschwad, mir geht nie echt geholt und geht nie wirklich etwas gemacht. Und dafür engagiere ich mich auch, für das Natur sich ändert. Also, wir hatten im November eine Table Ronde mit Psychologen, Psychiatern und vielen anderen wichtigen Leuten. Und ich war da hin als Repräsentant von den Schülern und da habe ich auch gemerkt, dass ich habe nur gelauscht, ich habe gehört. Also, ich sollte mehr, wir sollten etwas machen und wir werden etwas machen. Es wird etwas geschehen. Was genau kann ich noch nicht sagen, weil ich es selber noch nicht weiß. Aber ich will, dass die Schüler mir erst geholt gehen. Ich meine, Leute, dass es in meiner Generation kompliziert gehen, viel zu schwätzen, weil es muss cool sein, es darf keine Probleme haben.
muss ich einfach wie der Resin und der Coolste sein. Und einfach durchstehen, auf unsere Probleme schwätzen. Also, in, ah, ich gehe an das Hepas, ich gehe mal Hilfe sichern, ich gehe bei einem Psychologe. Geht ihn ausgelacht. Weil, wenn ihn bei einem Jugendlichen geht, so wie ein Kollege, eine Freundin oder so, bei dem er sich wohlfühlt, also viel mehr einfach viel darüber zu schwätzen, wenn ich weiß, dass ich nicht gegeben geht. Und heute du geht ihn da bei verschiedenen Wissen, wo er sich sieht, okay, mit dem kann ich schwätzen. Und dann geht er aber weiter gezielt. Oder es fehlt diese Jugiert oder nicht ich geholt. Das ist ein schwerer Témoignage, das tut, ne? Von der Lali Chivard. Ja, Margret Klein, pardon, Créa. Okay, ja. Ich finde auch ganz viel Positives. Ja. An dem Sinn, wo man am Schiff, oder man am Schiff sieht, ich war bei einem Gremium und da war ganz viel wichtig, leider nicht gut gehört. Also ich denke, der Moment möchte ich aber schon ganz viel und das ist schon auch ein ganz großer Sturz, dass etwas geschieht. Und am Brassanüt, die hat Schutzkonzepte an dem neuen Gesetzesprojekt angeschaut. Das Schutzkonzept wird sich dann auch soll, definieren, deklinieren. Madame Schiffer aus an einem Lycée, besonders da geschieht im Moment ganz viel, wo den CEPAS ein Kader der Referenz abgestellt hat, wo du an die Lycéen, und auch das steht am Plan d'Action National als Monsieur dran, und das wird auch umgesagt gehen, wo Referenzpersonen werden am Platz gesagt gehen, designiert gehen, die eine ganz bestimmte Haltung für Respekt sollen anholen, und auch Prozeduren, an dem sie kennen, an dem man da vertraut sind. Für das Schüler do eng Person fanden, eng Platz hun, wo sie sich können mitteilen und ausdrücken, entweder beruhigen oder gucken, was für wie dann hier im Fall am besten ist anzuschauen. Also ich denke, dass im Moment wirklich viel geschieht, dass effektiv ganz sehr, ganz viel Schwarzbilder kommen durch eben auch die Kommunikationsmittel, die wir haben, weil das auch sehr gut ist. Also ich meine auch, man am Schiff so sie erst gehört gehen und das ist wichtig. Und das ist einfach der Moment, ja, ein Moment, wo aber Mesuren auf Platz gesetzt gehen. Ja, der Wort ist, ja. Ja, ich meine, das ist sicherlich auch Klärungsbedarf da. Das hat den Témoignage auch illustriert, dass die Klo-Aussprechpartner im lokalen Plan müssen da sein, Klo-Kommunikation, auch schon an der Elternarbeit. Ich meine, wenn Schulen, Einrichtungen hier Schutzkonzepte besuchen, da können sie das auch an der Elternarbeit den Eltern ganz klar vermitteln, wie sie Sachen gesehen, wie sie das Wohlbefinden vom Kind sich mit responsabel spüren, für da eine Vigilanz zu haben, für da auch Rückmeldungen zu geben den Eltern oder anderen, voilà. Per rapport zu dem Wohl vom Kind, dann am Jugendalter. Effektiv ist wichtig, dass du meinst, du hast das CEPAS ja auch umgegangen, du hast es schaffen, für die Kommunikation und die Prozeduren zu verbessern, en vue von den Schutzkonzepten. Das ist eine positive Entwicklung. Da muss wirklich klar sein, wie Bullet Zopp, auf wen sich kann ein Jugendlicher können, muss er richten, vertraulich, innerhalb, also an der Schule selber, und auch darüber raus, für das so klar ist. Wie als Feueralarm, den wir immer am Jahr üben, so müssen alle Akteure von der Komitee Scolaire am Fonds per Bord zu diesen Frauen geupdatet gehen, regelmäßig. Madame Schild. Ja, das ist interessant, wir hören alle Guten nach etwas anderes aus dem Témoignage raus. Weil was mir auch noch aufgefallen ist, dass der Wolle von dem Musee cool sind. Mhm. Also den Druck, den ganz viele Kinder und Jungen und Spüren für eben so zu sein wie all die anderen oder so zu passen. Und ich meine noch, dass wichtig ist, dass den das sehr jung hält, dass die Kinder und die Jungen auch unter Druck sind und auch da. Also ich komme darum eigentlich auch darauf zurück, dass auch das ein Froh ist von Haltung auch von Kultur, von Schulkultur. Also sind wir hier ein Platz, wo die Leute so können sehen, wie sie sind. Das tut ganz viel eben mit Haltung zu denen. Und ich meine, da kommen wir auf das Prinzip zurück, den an der Menschenrechtskonvention eben die von der Gleichwertigkeit von allen Menschen. Hier ist immer vom Intérêt supérieur de l'enfant gegangen. Aber ich meine, das kann ihn aber ziemlich gut neben den Nähe stellen. Das geht auch Hand in Hand. Und ich meine, das wichtig ist, dass die Schulen ein Platz sind, wo Kinder und Jungen lernen, dass sie wertvoll sind. Mhm. Und dass sie genauso viel wertvoll sind wie den eben die vielleicht mit coolen Rucksack hat, weil er gerade im Moment eben cool ist. Ich meine, das ist wichtig. Und du sind auch Pädagoginnen und Pädagogen gefordert, für den Leidensdruck von den Kindern zu holen.
Und das bringt mich ihr, ja, Madame. ganz kurz ergänzen, weil ich am Anfang aus dem Témoignage etwas raushöre, nur was bei mir hängen geblieben ist, das ist die Stuhlen. Und die Stuhlen, das ist etwas, wo ich verbunden mit der Haltung. Ne? Das ist, wenn ich viel kann, dann die Jugendlichen sich echt geholt. Ne? Das ist eine Haltung, ne? Das ist ein Spiel, den, wenn ich mit einem Erwachsenen schwätzt, an den geht einem eine Rückmeldung und geht ihn echt geholt. Und wir sind dann auch beim Prinzip von der Einheit, wir sind bei Wertschätzung, ne, an das Echtwollen, was sie gesagt hat, ich meine, so formuliert, mir gibt schon mehr Echt geholt. Und ich denke, da, dass das, was muss hier gehen. Und muss sehen, die Schüler, die Kinder, die Jung Echtwollen, an ihnen das an auch an einer wertschätzenden Haltung rückspiegeln, ne, weil die Sachen spielen sich ja all auf an Zwischenmenschlichen, ne. Absolut. 4 Minuten bis 3:30, das ist mir noch 4 Minuten. Ich wollte auch noch ganz kurz über den wichtigen Wolle Provision schwätzen. Also, trägt für mich es gut können, abzuwissen. Also, nämlich ein dritten Überbegriff, nicht Partizipation, aber Protektion, Förderrechte. Und dann, das mängel ich auch ganz kurz, vielleicht Margrit Kreher, wie definiert denn das oder was für ein Kannerrechte fallen da drinnen? Ja. Die Abdelung könnt ihr auch wissen, du hier, wenn wir 54 Rechte haben, das ist eine riesige Konvention. Alle Rechte zählt daran, das heißt, wenn ich ein bisschen eine Struktur gehen. Ne? Du kannst hier von den Prinzipien schwätzen, an denen dann sich die grundlegenden Prinzipien, wie wohl von Kant Gleichheit, kann ich eben doch an den 3 P gesehen oder 3 Pilien, das dann Partizipation haben wir lange geschwärzt, Protektion haben wir auch lange geschwärzt, und dann Provision, also die Förderung, Förderungsrechte. Und sich, wenn ich auf die Frage, wenn ihr die Frage antwortet, was braucht Kant für zu leben, wenn sie leben, was sind Grundbedürfnisse von Kant und wie muss ich die garantieren, das ist ein bisschen, ja, dann hört ihr, wie sie sehen, was Förderrechte sind, das ist Gesundheit, das ist Ernährung, das ist natürlich Bildung auch, das ist noch Identität und noch Freizeit, Kultur. Also die, ja, wie erfüllen ich die, die Grundbedürfnisse auch. Wenn wir das ein bisschen so strukturieren, dann haben wir echt eine Handlungslogik. Ne? Wir fragen uns, was muss ich an Platz setzen, wo wir suchen, hin, für das dem Kanzler Rechte erfüllt gehen, was ist mein Handlungs, was muss an Platz gesagt gehen. Mhm. Das ist ein bisschen die Idee von den Förderrechten, dass die Logik dann echt mehr handlungsorientiert ist, dann, dass das echt die Attitüde, Haltung, die ich anhören, als in den, weil er kann auch rechtsorientiert will, schaffen. Ja, ich denke, wie gesagt, Gesundheit, Ernährung, Kultur, Freizeit, Musik, Sport und eben auch die Sozialrechte. Wir haben eineinhalb Stunden über das Sujet geschwärzt, weil die mehr draufkommt, weil die mehr merkt, dass es extrem komplex ist, weil aber auch die Wichtigkeit betont von der Abstellung auf verschiedenen Niveaus. Wir hören sowohl zum Beispiel bei einem ZPB, wie aber auch beim Ombudsmann, dem ONÖ, an der Schule, bei den Älteren, daheim, etc., 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 für aufzuschließen und dann können wir lassen, pardon, Tour de Table zu machen. Was ging da so an? Wenn das lo, was lo nach muss amorciert gehen, auch für allem so gerecht zu gehen, so wie da eben lo die letzte eineinhalb Stunden diskutiert gehen. Ich richte mich dafür ab und den Ombudsmann. Ich denke, dass im Kontext der Schule den Trash der Bildung permanent muss reflektiert gehen, der das in anderem auch nur der Kannerrechtskonvention durch die Konvention 2006 von der Rechte für Personen mit einer Behinderung nenke, a puncto Inklusion noch nenke, präzisiert gehen, bei der wir auch schon an der 89er Konvention präsent war, der Gedanke von der Inklusion. Und das ist keine Ideologie, das wollte ich nenke, unbedingt auf hier heben, der das Recht von den Leuten, von den Kanner effektiv an der Regelschule können, an die Schule zu gehen, und dass die Gesellschaft alles möchte, für das das Realität ist. Ich weiß, das nicht einfach im Terrain aus, und ich weiß auch, dass das immer ein Sache aus von Verhandlungen, von großen Bemühungen um lokale Plan, für das möglich zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt, wo man weiterhin am Anfang gefordert bleiben. Und dann, man hatte geschwärzt von der Schule als sicher Platz, safe schools. Für mich geht immer mehr klar, dass ohne an den Sicherheitsfanatismus zu aufzudriften, weil ich aber trotzdem so, es geht auch Thema von den Safe Families, von den Violence Educative Ordinaire
auch an der Familie ein Thema, was man nicht, was ziemlich tabuisiert ist, und auch Safe Spaces und Safe Places. Das gehört zusammen in Dreiklang, für das kann ein Jugendlicher sich in unserer Gesellschaft sicher spüren und sich können als Bürger abbringen auf alle Plätze. Also als Rappel, Trächter, wo kann man an Jugendlichen gehen für alle Kant? Ich meine, da können wir aufschließen für heute. Ja, schon immer halber Feier. Michel Brissanotti, Marguerite Kreier, Michel Schild und Charles Schmidt. Vielmals merci für den Besuch heute am Studio. Erst dabei ist noch merci für die Partizipation in diesem Webinar mit dem Titel Kanarachter an der Schule. Da gebe ich dann Antenne übergehen an das Studio End bei dem Kollegen Piet Walte. Der fährt man dir ganz gemütlich an den Feierabend. Merci für die Ecoute. Einen schönen Abend. Merci. Merci vielmals. Radio 100,7, der Nummertisch von Piet Walte. Du hättest Natascha schon gesagt, gemütlich gehe ich mit dir bis an den Feierofen sehen, weil auf der Platz auch nicht gesagt wird, gerade der Webinar hier kann er rechte an der Show. Könnt auch nicht bei unserem Site voller Länge nur lauschen, sogar auch noch gucken. Das Kampf läuft dann auch live.